Tischtennis beim TTC Rheindahlen ist ein bisschen anders als bei anderen Vereinen. Das Motto des Vereins ist nämlich ein Verein mit Herz. Und dieses Motto leben die Mitglieder auch. Dieser Slogan, der Verein mit Herz, ist, weil wir uns bemüht haben oder weil wir uns bemühen, immer vor allen Dingen für die Jugend da zu sein und auch untereinander, also Vereinsleben zu führen, Vereinsleben auch zu leben und vor allen Dingen auch, weil es im Tischtennis halt so ist, besonders gut miteinander umzugehen. Ein vernünftiges Miteinander, besonders bei der Arbeit mit den Jüngeren, ist allen im Verein besonders wichtig. Dabei wird beim TTC gerade auf die Arbeit mit Neulingen besonders Wert gelegt. Die Leistung steht dabei erstmal nicht im Vordergrund. Besonders bei den jungen Kindern halt versuchen, die da abzuholen, wo sie gerade sind und schauen, dass da auch keiner irgendwie bald zurückbleibt oder durch irgendein Raster fällt. Wir gucken halt schon, dass wir, egal welche Fähigkeiten die mitbringen, dass wir halt gucken, dass sie alle vernünftig Tischtennis spielen können. Egal auf welchem Leistungsniveau die Kids sind, beim TTC wird erklärt und geholfen. Die Trainer nehmen sich die Zeit, behutsam zu helfen, damit die Kids den Spaß am Tischtennis nicht verlieren. Unter den Ball, genau. Starker Topspin. Oder direkt hochwerfen, auch unter den Ball gehen. Der wird die ersten Male relativ hoch kommen, aber das ist nicht schlimm. Je weiter du den Schläger kippst, desto flacher werden die Bälle nachher kommen. Okay? Probier mal aus. Genau deshalb spielt auch Jannis beim TTC. Der 16-Jährige kam über ein Schnuppertraining zum Verein und ist jetzt schon seit 4 Jahren mit dabei. Besonders begeistert ist er dabei von einer bestimmten Sache. Ja, vor allem das Jugendtraining wird hier gefördert, sehr viel Wert aufgelegt. Ich komme ja selber aus Wegberg und da wird gar kein Wert auf Jugendarbeit gelegt. Und das ist eben schon extrem hier. Also kein Vergleich zu anderen Vereinen, also top hier. Für die gute Jugendarbeit nimmt er dann auch eine längere Anfahrt in Kauf. Trainer Nils Schallenburger versucht seine Trainingsgruppen immer ausgewogen zu trainieren. Das ist natürlich nicht immer einfach. Weil besonders die Kinder fühlen sich ziemlich schnell gelangweilt, weil man sie entweder nicht genug fördert und zu viel auf den Spaß und Zusammenhalt in der Gruppe achtet oder sie sind halt überfordert, weil man ihnen zu viel abverlangt. Dann muss man einfach gucken, nach einer Zeit findet man da das Mittelmaß. Und das haben wir hier, glaube ich, ganz gut getroffen. Wer auch mal von der besonderen Jugendförderung profitieren möchte oder einfach mal den Zusammenhalt in diesem besonderen Tischtennisverein erleben möchte, findet weitere Informationen über Trainingszeiten auf der Internetseite des TTCs.